dass man an einer schwarzen Lackoberfläche das Ganze vielleicht etwas besser sehen kann. Ich nehme mir ein frisches Kosmetikpad, mache hier wieder meine drei Pünktchen drauf. Dann fahre ich in gleichmäßigen Bahnen über den Lack. Und man sieht jetzt schon sehr schön, wenn ich beim zweiten Mal längs drüber fahre, habe ich bereits einen einheitlichen Film, durchgehend auf der gesamten Fläche. Das reicht schon, ich kann sehen, die Versiegelung ist gleichmäßig und überall aufgetragen. Man sieht es ein bisschen besser, wenn man in einem scharfen Winkel über den Lack drüber schaut. Man braucht auch jede Menge Licht. Es ist immer gut, wenn man mehrere Lichtquellen hat, dass man schräg über den Lack schauen kann. Man sieht jetzt leicht, wie sich die Oberfläche verändert. Vorher war das glasig, milchig oder durchsichtig, wie das Produkt in der Flasche eben auch ist. Jetzt, wenn es abzieht, man sieht so einen Regenbogenfarben, wie so, wenn Benzin im Wasser ist, ein bisschen bläulich, ein bisschen grünlich. Man sieht sehr schön in der Mitte hier, gerade in dem Bereich, da hat es schon stark abgelüftet. Außen in den äußeren Bereichen ist es noch ein bisschen flüssig. Da tut sich aber auch nicht mehr viel. Und wenn es durchgehend angezogen hat, dann kann man das auch abnehmen. Schauen, dass wir nichts vergessen. Das gibt später unschöne Flecken. Jetzt haben wir eine Seite des Mikrofasertuchs, wo die gröbsten Reste drin sind. Auf der anderen Seite, auf der noch sauberen Seite, damit können wir jetzt die letzten Reste aufnehmen.